Hier gibt es viele Quests, ne? Jetzt hast du es in 15 Minuten durch. Ja, ich würde das dann halt machen, wenn ich. Ne? Vielleicht morgen oder sowas. Passives Skin zum Reiten. Naja. Ja, ich will das ja trotzdem morgen machen. Wahrscheinlich. Denke ich mir. Weil morgen Vormittag habe ich eh nichts zu tun. Da ist FF14 Patch. Kann ich eh nicht in FF14 rein. Dann hätte ich für morgen was zu tun. Mach deine Pause. Nein, theoretisch. Braucht doch Aufgaben. Weil gut, doch, für den Job muss ich dann ein bisschen arbeiten, aber. Das dauert keine Stunde. Wegschreiben muss reisen. Ist das hier Wegschreiben? Nee, das ist da. Da hinten ist einer. Lass mich da hin. Ging es quasi dann zum anderen Tor, holst das zur Munition wieder zurück. So ein bisschen etwas und dann bist du fast fertig. Weiß ich nicht. Dann, wenn ich aufstehe, wahrscheinlich. Vermute ich. Wie gesagt, morgen ist ja F14, also ist ja kein, ne? Stream. Und F14 ist, glaube ich, bis 11 Uhr im Patch. Also irgendwann zwischen 9 und 11. Vermute ich. Dann, wenn ich wach bin. Was macht Sinn? Was macht Sinn? Was macht Sinn? Was macht Sinn? Alles klar. Dann weiß ich zumindest, was ich dir schreiben kann. Falls ich Hilfe brauche. Was wahrscheinlich der Fall sein wird. So. Kitty? Das ist gut. Das ist gut. Ellie, bist du da? Hast du gerade Zeit? Ah, sehr gut. Wenn du so lieb bist, kannst du gleich, wenn du magst, einmal eine Abstimmung machen für FF14, ob wir Habt ihr vor, die die Story ganze machen, Stadt ob wir Nebenquests machen abzuschlachten? oder ob wir Dailies machen. Mit dem 90er. Weil ich kann mich nicht entscheiden und mir ist es tatsächlich egal. Wenn du gerade Zeit, Lust hast. Kannst dir aber auch noch ein bisschen Zeit lassen. Sonst. Wenn es gerade nicht passen sollte. Eso finde ich gut. Ja. Wir spielen ja auch noch ein bisschen Eso. Aber für dann bald FF. Gerade bin ich ja noch Ich recht wünsche fit. euch einen schönen Tag. Habt ihr Interesse an den Waren, die ich anbiete? Ich versichere euch, dass unser Angebot trotz des Standorts hier sehr reichhaltig ist. Wisst ihr, wo ich Korberg einen Juwelier finden kann? Es gibt eigentlich nur Rondrin, aber der ist schon eine Weile im Ruhestand. Okay. Lady Story und. Ja, dass ich manchmal vergesse, ich bin. Nebenquest. Also, Dailies, Story oder Nebenquests. Story und Nebenquest wären mit dem Main. Dailies wären mit dem 90er. Muss gerade noch mal was machen.
Muss nämlich auch bald wieder Energy bestellen. Oh, was habt ihr denn zu bieten? Nee, will ich nicht. Okay, kein Buch. Wenn ihr nach handgefertigtem Schmuck sucht, solltet ihr wissen, dass ich im Ruhestand bin. Habt ihr dieses Amulett gemacht? Mein Amulett! Sagt mir, hat es sein Werk getan? Hat der Agonia gelitten? Was für ein Agonia? Der Brigand, der meinen Sohn getötet hat! Es brauchte all meine Ressourcen, um das Amulett anzufertigen und ihn aufzuspüren. Wisst ihr, ich bin kein sehr starker oder gewalttätiger Mann, aber ich beherrsche mein Handwerk. Dieses Amulett ist mein Meisterstück. Wie funktioniert das? Es verstärkt das Schuldgefühl, wenn man ein Leben genommen hat. Und der Träger wird nach und nach so sehr von Trauer übermannt, dass er sich selbst das Leben nimmt. Es hat beinahe etwas Poetisches, ohne mich zu sehr loben zu wollen. Okay. Weil es schon so lange her ist, begann ich bereits daran zu zweifeln, dass es Wirkung gezeigt hat. Okay. Ihr betreibt ein Battle zwischen Dailies und Nebenquest. Okay. Ey, lasst euch da mal machen. Na, das kann heiter werden. Habt ihr zu viele Kanalpunkte? Ich habe es nicht an einem Agonia gefunden. Was? Das kann nicht sein. Ihr lügt. Der Agonia hat euch geschickt, nicht wahr? Nö. Er ist gar nicht tot, oder? Was? Ich Agonia. Get Boss Bam. Ich merke das schon. Oh Gott. Okay, war aber knapp. War aber knapp. dreimal darf ich raten, wer für die Dailies war. Dreimal darf ich raten. Da steht kein T, so weitermachen. Also bin ich raus, no. Na, erstmal mache ich ja noch ein bisschen T so. Und dann mache ich Dailies in FF. Ich schätze mal, noch so eine Stunde. Mache ich eh so. Steht doch da. Ich habe dieses Tagebuch beim Amulett gefunden. Das ist nicht richtig. Diese Person hatte den Tod ganz offensichtlich nicht verdient. Was habe ich getan? Gebt mir das Amulett. Ich habe es eigentlich zwar unmöglich gemacht, von ihm abzulassen, aber ich habe es erschaffen. Und deshalb soll ja gut, wenn man zu viel Kanalpunkte hat. Irgendwie muss man sie ja loswerden. Ihr nehmt es. Ich danke euch, dass ihr mir etwas über den Mörder meines Sohnes erzählt habt. Jolli, das ist dein durch. Na gucken, du schreibst mir einfach in einer Stunde noch, wie weit du bist. Sollte es bei 90% sein, ich meine, zuletzt war es ja bei 68, sollte es bei 90 sein oder bei 85, dann hänge ich ja noch ein paar Minuten dran. Dann macht das den Brei dann auch nicht fettig. Was meint ihr? Jetzt bin ich an der Reihe, das Amulett zu tragen. Prioritäten, wenn jemand schuldig ist, wenn jemand es wirklich verdient hat, so bin ich das. Warum habt ihr das getan? Ich habe diesen abscheulichen Gegenstand erschaffen. Es ist nur passend, dass ich von ihm vernichtet werde. Das wäre Gerechtigkeit. Okay, soll Rondrin sterben oder soll er leben? Leben oder sterben? Das ist spät gesehen, dass man mehrfach drücken kann. Ja. Richtig fest, Haki. Sonst hättest du mein Weltbild in Scherben geschlagen. Oh Gott. So schlimm also. Guten Abend, Graf Ladi. Wunderschönen guten Abend dir. Ja, es geht dir gut. Leben oder sterben?
Soll er leben oder soll er sterben? Ihr habt die Wahl. Tot. Oder leben. Okay, da geht's für tot. Noch mehr für tot. Ab mit seinem Kopf. Okay, Kitty ist auch für tot. Irgendwer für leben. Lass Cedric leben. Mir geht es wie immer, wie geht's dir? Ja, geht so. Ich erhole mich vom Magen-Darm. Es geht mir besser als gestern. Ja, wir sind immer noch am Renovieren. Bloody, wir sind immer noch am Renovieren. Einen Raum haben wir fast fertig. Da müssen nur noch ein paar Sachen gemacht werden. Da musst du eigentlich nur noch Fotos ran. Und ansonsten, ne, fleißig am Renovieren immer noch. Das meiste an Kisten ist zwar da. Ich glaube, bis auf ein paar meiner alten Kindersachen. Und halt, was man jetzt gerade noch so zum Leben braucht. Aber, ja. Es ist immer noch Renovierungszeit. Bei mir auf dem Discord sind noch teilweise ein paar Bilder. Ich habe nur jetzt von der letzten Renovierungssektion noch keine Bilder hochgeladen. Muss ich unbedingt machen. Also wer Bilder sehen will, auf dem Discord sind welche. Irgendwo verstreut. Okay, wir haben jetzt aber 2-2, ne? 2 für Leben, 2 für Sterben. Das ist schwierig. Dann bleibt er trotzdem an mir hängen. Muss ich eh eine Minimiste machen. Aber ich halte dich auf dem Laufenden, Vladi. Ich schätze mal Ende Dezember, Anfang Januar. So ungefähr. Wenn das okay ist bei dir. Das Leben, juhu! Okay, Entschuldigung. Also, 3 zu 2. Oh, ihr Götter. Ja, du bist auf meinem DC, glaube ich, oder? Ich kann einfach kurz gucken. Warum ist das eigentlich auf meinem Discord so? Ich schätze, der Tod ja, ist nur du bist ein auf meinem Discord. Gerechtigkeit. Ihr habt recht. Ich muss du bist drauf, Darky. Des Grauens durchbrechen. Ich muss das Amulett vernichten. Mit dem weiß ich zu schätzen. Ja, wenn ich es nicht mehr vergessen würde. Also, es ist gut, dass du im Stream kommst. Ich hätte es wieder vergessen, dir Bescheid zu geben. Aber nee, Ende Dezember, Anfang Januar. Dann kann ich dir genaueres sagen. Dann ist soweit alles durch. Wahrscheinlich. Und ja. Dann sollte ich auch schon am neuen Wohnort sein. Hoffe ich. Mit der Kätzchen. Mit der Kätze. Ah, so. In Ordnung. Mach dein Ding. Leb weiter. Leb mit deinem Verbrechen. Rüstung. Warum haben alle so coole Sachen? Ich möchte auch so coole Sachen haben. Nie wieder. Oh nein! Ich wollte hier eine Feucht. Ich kann Tarragon-Hühnchen. Ich kann ein Tarragon-Hühnchen machen. Kann ich arbeiten, anstatt im Unwissen sein. Ein sehr ungeduldiger Mensch. Ja, alles gut. Ansonsten hätte ich auch nochmal anschreiben können. Ich bin zurzeit sehr, sehr vergesslich. Ich weiß auch gar nicht, wo manchmal mein Kopf steht. Ich schreibe mir schon die Hälfte auf. Weil ich das meistens vergesse. Es ist geschafft. Niemand soll je außer halt durch diese zu meiner Arbeit. Meine Arbeit ist das Einzige, was ich zurzeit auf dem Schirm habe. Aber selbst Geburtstage vergesse ich. Ganz übel zurzeit. Kommt ihr wieder in Ordnung? Niemand soll mehr unter meiner eigenen Torheit leiden. Vielen Dank. Und nehmt bitte dies für eure Mühen. Kann ich mein Accessoire kriegen, was ich analysieren kann? Bitte, Dankeschön. Wieso bist du in meiner Follow-Liste? Aber anscheinend folge ich dir nicht mehr. Das hatte ich letztens schon mal bei jemandem. Ich weiß es nicht, das habe ich auch schon. Das habe ich auch schon bei mir gesehen. Ich habe bei
ich glaube, bei 2 Streamern, ich habe sie in meiner Liste und es stand, ich folge denen nicht mehr. Also, das habe ich auch teilweise. Ich weiß nicht, ob es an Twitch liegt. Oder ob halt irgendwann einfach irgendwelche rausgelöscht werden. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es dir tatsächlich nicht sagen. Aber trotzdem, danke fürs doch mal folgen. Weil das ist nämlich auch seltsam. Eigentlich, da du ja schon mal gefolgt hast, dürfte eigentlich noch nicht mein Alert kommen. Eigentlich dürfte noch nicht mein Alert kommen, weil du ja schon mal gefolgt hast. Das ist weird. Aber trotzdem weit willkommen wieder in der Sabotengruppe. Crew. Es ist weird. Das erklärt, dass du die Hälfte vergisst. Ich weiß. Ich weiß. Aber wie gesagt, das hatte ich auch. Das hatte ich auch. Weiß gar nicht. Nicht bei Hobi, bei irgendeiner Streamerin. Oh, Tyrafine. Bei Tyrafine hatte ich's. Weiß nicht, ob sie jemand kennt, aber bei Tyrafine hatte ich's. Dann war ich plötzlich auch mein Follow weg. Und ich glaube, bei Dufte hatte ich's einmal. Da haben wir uns dann auch gewundert. Also ja, es ist seltsam. Ich weiß nicht, was Twitch da manchmal macht. Aber ich akzeptier's. Bleibt ja nichts anderes übrig. So, schließen wir den Rotz hier ab. Da habe ich noch so einen Ring. Kann ich irgendeinen von den Ringen mal kräftigen das Leben? Maximales Leben. Ich will immer kein maximales Leben. Ich will Ausdauer. Und das Level 27. Oh. Ja, werf mal rüber. Könnte ich mir auch die Zweithand legen. Achso, du siehst ja, wo ich bin. Ja, sind ja in der Gruppe. Flamme von Udun! Erscheine. Okay, ich warte hier. Gibt es eigentlich ein Outfit, was ich mir mal holen kann für die Steine, die ich da habe? Oder ist das alles erst ab 700? Nee, gibt auch was mit 500. Oh. Muss leider im Lurk. Viel Spaß. Bis später. Alles klar, Vladi. Hallo, Kitty. Ich werde hier umkreist. Die Heizung kann wieder näher ran. Verfrüber Schmucketeil. Paktbrecher. Alles gut. Oh, Kinder Maxi King! Kitty! Ich will auch eins. Hat eigentlich einer von euch mal Ideen, was man sich als Energy Drink bestellen kann? Also von so bekannten Marken? Also, ne, so Rockstar oder Monster oder sowas. Irgendwelche Sorten, die ich vielleicht noch nicht kenne. Weil ich bestelle ja demnächst wieder. Ich habe einen Gutscheincode nämlich. Wieder für Energies und so. Für meinen Shop. Also nicht für meinen Shop, sondern da, wo ich immer meine Energies hole. Und. Luna hat mir ja schon mal ihren Lieblings-Energy geschickt. Den hatte ich ja auch schon mal probiert. Und. Beyond hat gerade ausverkauft. Ist Beyond.
Da bestelle ich zumindest. Das hab, was ich. Ich habe meinen Satz vergessen. Ich habe immer. Also, ich krieg zurzeit immer so 11-15% Rabatt, wenn ich halt in dem Laden bestelle, wo ich halt immer bestelle. Und. Ja. Wollt mal was Neues ausprobieren. Was ist das denn? Ach so, weil. Hitze, ja, okay. Und vielleicht hat da jemand, oh Gott. Na gut, das geht sogar noch besser als das davor. Hat irgendjemand ein paar Ideen? Also alles gibt's da, glaube ich, gerade nicht. Muss mal kurz auf die Seite gehen. Wir haben so zwar eigentlich fast immer offen. Ich, die gerade blind ist. So. Und ja, hier gibt es nämlich so eine kleine, leider wirklich nur eine kleine Auswahl. Guten Tag, Krax, hallo. Danke für dein Lurk. Aber ich hoffe, es geht hier gut. Flying Power Mandarin. Okay. Das sind das Sachen, die ich gar nicht kenne. Also wirklich gar nicht kenne. Das Energy zum Selbstmischen. Ah, das habe ich. Das weiß ich oder kenne ich nur von Bukanir mit seinem Holy Energy. Das ist ja, glaube ich, auch Energy zum selber mischen. Nämlich recht ins Sinne. Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Zum Beispiel bei Aldi. Ah. Okay. Und wir arbeiten mit denen zusammen. Ah. Ja, nice. Ja, ich bestell halt meistens, ne, bei den ganzen, also, ne, bei so Süßigkeitenläden. Da bestell ich mir meistens dann meine Energies raus. Weil es meistens auch recht günstig ist. Wie gesagt, gerade suche ich halt wieder nach ein paar Sachen. Aber mein. Oh Mann! Mein Space Cat haben sie leider nicht. So, wieder mit Just Listens bestellen hier wieder neue Sorten. Auch zum selber mischen oder ist das. Was anderes? Ja, wir mixen. Ah, okay. Ich weiß nicht, ich traue mich da nie so ran, wenn ich ehrlich bin, ans selber mixen. Ich habe mich da nie groß rangetraut. Ja, mach mir Shake zum Anmischen. Okay. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Vielleicht mache ich das irgendwann auch mal.
Vielleicht mache ich das irgendwann auch mal. Ich bin mir da immer so unsicher. Ich glaube, da brauche ich dann eure Hilfe mal. Wenn ich wirklich mal die zum selber mixen hole. Ein Löffel auf 350 Milliliter, zwei Löffel bei 701 Becher ist meist 350 oder 700 groß. Okay. Ja, wir setzen uns am besten mal zusammen. Weil ich habe echt keine Ahnung davon. Also so 0,0. Gibt echt. Huch. Nee, oh Gott. Das geht. Langweilig. Okay, das hat was. Das hat wirklich was. Oder? Gut, das kann ich mir leider nicht leisten. Dauert ein bisschen. Das sieht geil aus. Genau, ist die Kette geil. Bei einem 700 Milliliter welcher ein Löffel Zitrone und ein Löffel saurer Apfel. Könnte geil schmecken. Rittersporn. Das sieht geil aus. Aber ich glaube, ich hole mir das eine. So viel Taler habe ich noch. Das sieht auch schick aus. Hot. Das ist ein verdammt. Ja. Das sieht auch richtig geil aus. Ja, doch. Hat doch sogar auch was. Ah, das Kleid hat halt auch was. Ja, komm, ich hole mir das eine. Das sah gut aus. Das hier. Oder? Ich find's schick. Bleiben noch 100 Dalerchen da übrig. So. Und ich hab mal was anderes. Als diesen komischen Fummel da. So. Wunderschön. Juhu, ich hab mal was an. So. Chorberg. Aber da hinten habe ich noch was offen. So, Iron, ich reite dich wieder. Oh, aua. Ah. Upsi. Ich könnte aber auch Luna reiten. Arme aktiviert. Jetzt ist die Frage. Ich wünschte mir, ein Weber käme vorbei. Weißt du, greift irgendwas an. Den Bogen bei Ortelos ab. Ich suche mir auch mein Reittier, was ich halt Daria nenne. Das kannst du gerne machen. Tu dir keinen Zwang an. Ich fühle mich geehrt. Ich werde mich geehrt fühlen. Okay, das ist die Hauptquest hier. Das ist der Bogen. Und das ist der Handelsposten. Ja, komm, mach ich den Handelsposten. Ja.
Hallo Kätzchen. Oh Gott. Aaron, wir sterben. Ich hätte gern mehr Leben. Ich hätte gern mehr Leben. Dann können wir uns gegenseitig reiten. Ach ja. Das klingt jetzt so falsch. Nein, gar nicht. Wo klingt das denn falsch? Klingt doch voll normal. Klingt doch voll normal. Wer reitet sich nicht gegenseitig? Ich glaube, ich muss hoch, ne? Schon wieder. Ich bin schon wieder komplett am Arsch der Welt. Ich hatte überall dahin und nicht dahin, wo ich hin soll. Oh. Ich bin unfähig. Meine Orientierungssinn liegt bei Null. Aber wirklich bei Null. Na! Na, das sitzt auf der Mauer. Oh, was sehe ich denn da hinter mir her? Okay, ich reite mal weiter. Okay. Flirtendreier mit Giddy. Oder Gruppe mit Darky auf Luna Hilfe. Okay, das ist auf deinem Mist jetzt gewachsen. Oder wir machen Dreier mit Luna. Durchsucht ruhig meine Bündel. Komm, Dreier. Geht Dieser auf. Ist unschuldig. Sagt es ihr, Luna habe ich auch als Reittier. Kitty und Darky sind zu klein. Die können nicht. Ach, das war die Quest. Ich erinnere mich. Den Monden. Wie ich euch erinnere mich erklärte, dran. Hat, die auch mal gemacht. Hat der Dieb uns beinahe überrannt. Ihr habt ihn verfolgt. Bitte erzählt diesem netten Friedenshüter, was ihr gesehen habt. Ich bin immer noch steif von der letzten Nacht am Pranger. Oh, er ist steif. Okay. Was ist hier los? Diese ehrenhafte und, wenn ich das so sagen darf, ich sehr schicke Wächterin hält mich für einen gewöhnlichen Zuckerdieb. Bitte helft mir, dieses Missverständnis aufzuklären. Der Kompost ist auch lecker. Wenn ihr nichts Sinnvolles zu sagen habt, dann sag lieber gar nichts. Wir werden sehen. Sicherlich lügt dieser Halunke. Ich habe ihn auf meinen eigenen zwei Beinen hierher gejagt. Er war nur für einen Schwanzschlag außer Sicht. Es ist so, wie er sagt. Der Dieb stolperte bei seiner Flucht in uns hinein. Ich habe ihn verfolgt. Eine sehr gute Geschichte. Ich weiß nicht, wie ein Scamp wie ihr an so gute Freunde kommt. Ich auch nicht. Schwanz. In welche Richtung war der Dieb unterwegs? Er hat sich mit genug Mondzucker aus dem Staub gemacht, um einen Mammut umzuhauen. Ich habe nichts gesehen. Natürlich nicht. Und Jodes Streitwagen hat nicht die nötigen Befugnisse, um eine Untersuchung zu beginnen. Chandra wird darüber nicht glücklich sein. Vielen Dank für eure Wachsamkeit, Bürgerin. Also manchmal wünschte ich, ich wäre auch eine Katze. Chandra? Er führt die Rotfell-Straßenhändler ran. Jeder Händler, der durch Rotfell kommt, zahlt ihnen ein kleines Entgelt, um hier Geschäfte machen zu dürfen. Sie erwarten im Gegenzug ein gewisses Maß an Schutz vor Dieben. Jodes Streitwagen. Ja, stell mir irgendwo für uns immer noch eine Katze. Namen für Ordnung. Aber dann mit einer anderen Waffe. Und klasse. Jodes Streitwagen. Wir waren hier in Rotfeld in Frieden und sorgen für die Sicherheit der Händler auf ihrem Weg von und nach Eldenwurz. Den Großteil unserer Zeit verbringen wir damit, Diebe zu fangen. Was macht er mit ihnen? Wir geben zurück, was sie gestohlen haben und stellen sie an den Pranger, damit sie über ihre Missetaten nachdenken. Missetaten. Sie bleiben nicht lange in unserer Gewalt. Aber normalerweise lernen sie ihre Lektion, oder? Warum sind die Strafen nicht härter? Ganz ehrlich,
Diebe sind gut fürs Geschäft. Sie halten die Märkte im Fluss und sorgen dafür, dass sich nicht zu viel Reichtum an einem Ort anhäuft. Bis vor kurzem hat sich Shanra lieber mit Dieben als mit Talmor-Bürokraten abgegeben. Bis vor kurzem? Der Ruf, dass man es mit Dieben nicht so eng sieht, zieht weitere Diebe an. Die neuen Diebe geben den Leuten nichts zurück. Sie verlassen die Stadt und nehmen all ihre gestohlenen Waren einfach mit. Das bringt keinem was. Shanra muss unter Umständen bald einschreiten. Okay.